Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut, dass ihr mich gefunden habt auf YouTube. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, aber feinen Strick-Podcast. Ich heiße Damaris und ich halte euch, zeige euch so einiges und halte euch so einiges in die Kamera, was ich im Laufe der letzten, ich glaube es sind jetzt 4 Wochen statt der üblichen 3, so gestrickt habe. Auch wenn es eine Woche mehr ist, ist mein Haufen hier kleiner als normal. Also ich habe es schon im letzten Video erwähnt, wer sich das angeschaut hat, ich habe schon im letzten Video erwähnt, dass bei mir auf Arbeit wieder der anstrengende Teil angefangen hat. Und ja, das heißt, die Tage sind sehr lang. Und haben trotzdem nur 24 Stunden, also. Ach, wir haben es auch jetzt gerade, also ich habe es jetzt 5:30 Uhr abends. Und ich bin seit einer Viertelstunde gerade zu Hause. Und dachte mir, wenn ich jetzt heute kein Video aufnehme, dann nehme ich wieder für eine weitere Woche kein Video auf. Und ich glaube, wenn ich euch zumindest ein kleines Lebenszeichen von mir zeige, dann ist das schon mal besser, als euch, weiß Gott, wie lange warten zu lassen. Ich habe heute meinen Granny Square Pullover an, ja, meinen kunterbunten. Ich weiß nicht, wie man den dann heißen soll. Ich glaube, das war so ein Granny Square Clown Pulli, sowas in der Richtung. Ohne Anleitung. Schauen wir mal, ob ich den irgendwie ordentlich herzeigen kann. Ja, doch. Der ist ein bisschen oversized und das liegt dann einfach daran, weil die ganzen Quadrate, die haben eine einheitliche Größe und ich musste dann mit denen arbeiten, sozusagen. Da ist die Seite, Rückseite. Ich habe euch den ja sowieso schon des Öfteren in die Kamera gehalten, also in dem Sinne, als das Teil noch ein Projekt war. Und ja, die Idee zu dem hier kam mir eigentlich schon vor ein paar Jahren, möchte ich fast sagen, weil an und für sich es mich richtig gereizt hat. Im positiven Sinne gereizt, was ganz Simples zu häkeln, also aus ganz simplen Einzelteilen was zu häkeln, was aber trotzdem dann bis zum Schluss ein Kleidungsstück wird, also keine Decke oder sowas in der Richtung oder irgendwie Deko oder was auch immer, sondern ich wollte effektiv aus einzelnen Granny Squares, dann ganz egal, wie auch das Granny Square aussieht, es geht einfach nur darum, ein Kästchen nach dem anderen da dran häkeln zu können. Und da halt was dran häkeln, wo gerade was fehlt. Und da, wo man gerade was nicht braucht, dann häkle ich auch, da häkle ich dann auch nichts dran und so in der Richtung, ja. Und das Prinzip von dem Teil her ist relativ simpel. Ich habe 1, 2, 3, 4, 3, 4. Also 4 mal 4 ist sozusagen ein Vorderteil und ein Rückenteil. Dann habe ich als Seitenteil, weil das waren ja an der Seite, musste ich auch Quadrate machen, das sind 1, 2, 3 plus ein halbes. Hier oben an der Schulter. Ah, 4 mal 4, das ist das Vorderteil und 4 mal 5 ist das Rückenteil, genau. Dann habe ich ein Quadrat, was die Schulter sozusagen bildet und die Ärmel, die sind ein bisschen gebastelt, ja, das sieht man hier, weil ich muss da ja Abnahmen arbeiten, weil ich brauche hier oben ja mehr Platz als dann hier unten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Quadrate in der Länge. Und das ist noch ein ganzes Quadrat. Das wurde dann so reingearbeitet, reingeflickt. Das ist auch ein ganzes Quadrat. Und hier seht ihr ja, das wurde auch reingeflickt. Und ich wollte damit Wolle aufbrauchen, weil das sind bei mir so alles Wollreste waren das. Ich habe dann noch jede Menge über, aber Gott sei Dank habe ich in der Zwischenzeit einen Pulli draus gemacht und es ist ein bisschen weniger geworden, ja. Aber ich habe da immer noch genügend Wollreste über und das ist eine Drops. Das müsste die Drops Alaska sein, glaube ich. Ja, ich glaube schon, die Drops Alaska. Auf alle Fälle 100% Wolle. Und ich habe das gehäkelt mit Nadelstärke, ich glaube 5,5. 5,5 ganz sicher. Und 5, 5,5 sicher. Das kommt da gut hin.
Und ja, das war dann ein relativ lustiges Projekt, weil man da einfach so feuchtfröhlich mal was dran häkeln konnte, wenn man halt Zeit, Lust und Liebe hatte, nicht? Und da kam dann irgendwann der Pulli raus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Es ist ein bisschen oversized. Es trägt vielleicht an manchen Stellen ein bisschen mehr auf, aber das stört mich bei dem überhaupt nicht. So selbst gehäkelter Pulli, nicht so komplett ohne Anleitung, komplett ohne Plan, einfach nur, ja, so wirklich aus dem Dreh heraus mal was dran häkeln und dann halt mal reinschlüpfen und wenn es passt, gut und wenn nicht, dann halt nicht. Dementsprechend bin ich da schon sehr zufrieden damit. Das zu dem, was ich anhab. Ich zeige euch jetzt, was ich fertig gemacht habe in den 4 Wochen. Und alle drei fertigen Sachen sind keine Sachen, die ihr aus den Videos schon kennt, sondern die haben, das war sozusagen eine Bestellung im Laufe dieser 4 Wochen und die habe ich dann auf alle Fälle schon fertig gemacht. Und zwar hat mich ein Arbeitskollege gefragt, bezüglich meiner Arbeit, vielleicht gebe ich da gegen Ende dann auch noch eine kleine Anekdote, ja. Einer meiner Arbeitskollegen hat mich gefragt, ob ich ihm denn nicht ein paar Socken stricke, weil immerhin arbeiten wir in ganz schön kalten Milieus. Also da kann es dann gut und gerne minus 20 Grad haben. Und logisch haben die ihre Skiausrüstung an, klar, und die haben auch drunter zwischen Funktionsunterwäsche oder verschiedene Jeanshose oder eine Trainerhose oder was auch immer. Logisch, aber in den Arbeitsschuhen kann einem da halt doch mal an den Füßen kalt werden. Und er hat mich dann gefragt, ob ich ihm nicht ein paar Socken oder zwei Paar Socken sozusagen stricke. Und wenn mich jemand danach fragt, also beim wirklich fragt, könntest du mir bitte, dann hat das bei mir Priorität einfach. Das heißt, alles andere ist liegen geblieben und ich habe dem Kollegen Socken gestrickt. Das hier ist das erste Paar. Oh, die Katze. Das hier ist Paar 1. Das ist eine... nicht Schöller und Stahl. Oh, wie heißt denn die? Ja, ist das nämlich eine Austermann? Nein, das ist es auch nicht. Nee, keine Chance, mir fällt es nicht ein. Keine Chance. Steinbach, meine Güte, das war jetzt eine Leitung. Steinbach-Wolle, genau, 6-fach. Wie ihr seht, ich lege keinen Wert darauf, dass die Socken gleich sind. Also ich möchte, je bunter, umso besser. Ich finde, also ich werde auch niemals in meinem Leben einen Knäuel abwickeln, nur um die Socken gleich zu haben, weil was mache ich dann mit den 2 Resten? Es genügt ja schon, wenn ich einen Rest habe. Aber wenn ich dann 2 kleinere Reste habe, was mache ich denn dann bitte mit denen? Dementsprechend, nö. Mir gefällt es auch so, wenn sie wirklich komplett kunterbunt sind. Das war ganz, ganz simpel. 1 rechts, 1 links. Das alles ist komplett alles Bündchen. 1 rechts, 1 links, damit sie einfach gut sitzen, zwar elastisch sind, aber gut sitzen. Den Anschlag habe ich ausnahmsweise mal mit 2 Nadeln gemacht, also in dem Sinne einen ganz normalen Kreuzanschlag, habe aber mit 2 Nadeln gleichzeitig gearbeitet und bin da reingefahren, einfach, dass der Anschlag elastisch ist. Das mache ich normalerweise nicht und ich muss auch sagen, ich glaube, bis auf ein einziges Paar Socken, wo ich weiß, dass die ein bisschen eng sitzen, also es ist wirklich das ein einzige Paar, funktionieren alle anderen wunderbar. Aber da es sich hier um einen Mann handelt, dachte ich mir, wer weiß, was der vielleicht für Waden hat. Vielleicht muss das ein bisschen elastischer sein. Dementsprechend da habe ich mit 2 Nadeln angeschlagen, dass es einfach ein bisschen elastischer ist. Katze! Das heißt, das ist alles Bündchen. Und ich habe dann das 1 rechts, 1 links an der Sohle oben weitergemacht, ja? Einfach auch hier, dass es zwar elastisch ist,
aber sollte die Socke beim Tragen, und wir reden hier bei einer 10-Stunden-Schicht, ja, wir reden hier von einer 10-Stunden-Schicht, sollten die Socken da trotzdem irgendwann einfach mal ein bisschen nachgeben. Abgesehen vom langen Tragen, von vielleicht Feuchtigkeit und Schweiß und Co. ein bisschen die Form verlieren, dann sollte das halt trotzdem. Hallo. Also. Oh, die Katze. Ja. Dann müsste das eigentlich mit dem 1-1-Bündchen noch gut halten oder einfach die Form bewahren, ja? Niki. Special Guest. Dann habe ich noch ein zweites Paar. Und das ist eine Regia, Regia Sixfach. Ja? Ich musste dann effektiv, ich musste Männersockenwolle einkaufen gehen. Ja? Und jeder, der Socken strickt, versteht, was ich meine. Weil ich habe effektiv nur kunterbunte Wolle hier, also wirklich bunt, bunt, bunt. Oder eben irgendwas, wo annähernd was drinnen ist. Also ich habe nur ansonsten nur noch sechsfach Sockenwolle, wo was an Farben drinnen ist, dass ein Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe heute schon sehr viel geredet, ja, muss ich schon sagen. Also irgendwann geht dann ja auch die Luft aus. Ich habe an und für sich ansonsten nur noch sechsfach Sockenwolle hier, wo gewisse Farbtöne drinnen sind, die ein Mann als rosa, pink, violett, was auch immer verstehen könnte und sie vielleicht deshalb nicht anziehen möchte, wollte, wie auch immer. Deshalb musste ich effektiv Männersockenwolle kaufen gehen, ja? Und das hier ist jetzt, schauen wir mal, wie es in der Kamera rauskommt. Ja, okay. Ja, das Rot ist schon rot, ja? Also das ist effektiv rot. Mit Braun, Blau und Dunkelgrau. Ja, das macht jetzt so ganz wilde Streifen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mir hat die Wolle als Knäuel zwar schon gefallen, denn ansonsten hätte ich sie nicht gekauft, wirklich mit dem Hintergedanken, Männersocken zu stricken, aber so als Socken kommt die Wolle doch noch mal ein bisschen schöner raus. Ja, also sieht schon noch mal ein bisschen besser aus. Für manch einen, oder vielleicht ist die Farbgebung jetzt nicht was für alle, aber. Ich finde die jetzt nicht mal so unsympathisch. Hier habe ich das 1-1-Bündchen nur, oder habe das Bündchen länger gemacht, aber nicht über den ganzen Schaft. Das geht nur bis hier so gut 2 Drittel ungefähr. Und danach ist es ganz normal, eine stinknormale rechte Socke. Ja? Also alles rechte Maschen. Ich habe bei den beiden jetzt nicht meine Lieblingsfasse gemacht, weil diese Socken eben nicht für mich sind. Und ich die Füße des Herrn in dem Sinne noch nicht kenne und da nicht weiß, was besser sitzt. Und meine übliche Käppchenferse, die ich immer stricke, hat bis noch jedem gepasst. Und dann gehe ich da einfach, ja, nummersicher damit, dass ich da eine ganz stinknormale Käppchenferse mache. Ich habe beide Socken mit 3,25 Nadeln gestrickt, ja. Ich finde das ganz angebracht bei sechsfach, weil das ist jetzt nicht zu fest, aber es ist auf alle Fälle nicht zu locker. Weil es muss wirklich, also die Temperaturen, die die Socken da aushalten müssen und die Konditionen, oder die die Socken da überleben müssen, ja, finde ich es doch ein bisschen besser, wenn sie fester gestrickt sind, ja. Da kann man sie vielleicht dann auch in einem zweiten Moment besser stopfen, sollte da mal was kaputt gehen. Aber ja. Eben mit 3,25. Das sind die beiden. Die kennt ihr eben noch nicht vom letzten Video und die sind jetzt auch schon fertig. Und da ich heute das Video mache, werden die morgen an den Kollegen ausgeliefert. Ausgeliefert. Aber der bekommt die morgen und dann schauen wir mal, ob ich eine Rückmeldung bekomme, ob sie passen, ob sie gefallen und ob sie ihre Arbeit erledigen und schön warm halten. Das sind einmal die beiden. Und dann. Habe ich ja vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, sowas in die Richtung, mein Video zur Zwergenferse gepostet. Ja, ich habe euch ein kleines Video gemacht, wirklich ein richtig, richtig kurzes Kurzvideo, weil ich wollte da jetzt überhaupt keine langen Schwafeleien irgendwie machen. Also mich stört es persönlich immer, wenn ich
irgendwas suche auf YouTube, ein Video, eine Erklärung zu irgendeinem, einer Masche oder irgendeine Art und Weise, wie man was strickt, und dann ist das Video 20, 30 Minuten lang. Ich brauche nur diese eine Szene und da muss man mir erklären, wie das funktioniert. Ja? Und wenn ich ein Video von 10 Minuten habe, dann habe ich diese eine Szene gleich gefunden und kann mir das raussuchen und kann mir das anschauen und habe das dann verstanden, oder vielleicht auch nicht, aber im besten Falle habe ich es dann verstanden. Wenn ich da aber ein 30 Minuten langes Video habe, dann viel Spaß beim Raussuchen der einen Sequenz, die man braucht, um bei dem und dem Strickprojekt jetzt weiterzukommen. Und um das Video zu drehen, musste ich natürlich Socken stricken. Und da dachte ich mir, ja, ich für mich, wie viele Socken braucht ein Mensch? Wie viele selbstgestrickte Socken braucht ein Mensch? Und logisch, manche vielleicht sagen 5 Paar und andere sagen 50, okay. Aber ich habe eine richtig, richtig große Sockenschublade nur für mich. Und da ist wirklich alles drin, von ganz kurz bis ganz lang. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich ein bisschen schwer tue, alle anzuziehen. Es gibt dann schon wieder Tage, wo es wirklich arschkalt ist. Und da kann man dann wieder sowas gebrauchen, ja. Aber so wie heute, mit strahlend schönem Sonnenschein, wenn jetzt kein Wind und so geht, dann schaffe ich es auch noch ohne Wollsocken. Und zu Hause auf dem Sofa und Co., da brauche ich jetzt nicht 50 Paare in der Woche. Ja? Dementsprechend wollte ich das Paar Socken nicht für mich stricken. Und dann dachte ich mir, ja okay, wer braucht noch Socken? Wer friert sonst immer? Wem ist es an und für sich egal, wie die Socken aussehen? Das heißt, welche Ferse ich da dran habe, wer zieht die wirklich kontinuierlich an? Und da ist mir dann meine Mutter eingefallen, weil die friert immer. Also wenn es weniger als 25 Grad irgendwo hat, dann hat die kalt, die friert, ja. Und ich sehe die ganz, ganz oft, aber ganz, ganz oft, also wenn ich zu Hause bei meiner Mutter bin, dann sehe ich die ganz, ganz oft in irgendwelchen von meinen gestrickten Socken rumlaufen. Das heißt, die hat, keine Ahnung, 4, 5 Paar, sowas in der Richtung. Ganz viele sind es nicht. Aber die, die sie hat, die trägt sie, und zwar so lange, bis sie entweder auseinanderfallen oder ein Loch haben oder aus der Form geraten sind oder einfach untragbar sind. Aber ansonsten trägt die die. Also die hat ein paar Socken von mir gestrickt, aus selbstgefärbter Wolle, die sehen lang schon nicht mehr so aus, wie sie ausgesehen haben, als ich sie fertig gestrickt hatte. Da ist nur gut, dass ich weiß, wie die ausgesehen haben, weil ansonsten würde ich da... Die sehen grausig aus, also wirklich, die sind schlimm. Das war selbstgefärbte Wolle mit Schwarz und Violett, und die sind jetzt eine Mischung aus Gelb und Braun, ja, also wirklich so oft getragen und so oft gewaschen. Aber die trägt die immer noch. Dementsprechend, wer braucht eventuell ein neues Paar Socken? Meine Mutter. Somit dachte ich mir, ja okay, ganz langweilige Stinos kann ich da jetzt auch nicht stricken, weil da wird mir ein bisschen langweilig und sie achtet nicht drauf, wie die Socke aussieht. Das heißt, ich kann mir auch beim Stricken einfach ein bisschen einen Spaß erlauben und irgendein Muster einstricken. Und da habe ich mir aus dem Buch... Ich habe es da drüben. Das zeige ich euch. Das zeige ich euch. Ich habe es euch ja auch schon mal in die Kamera gehalten. Das sind ja jetzt alles keine neuen Sachen. Achtung Werbung, ich bin eine Dauerwerbesendung. Die finnischen Socken. Und bei den finnischen Socken schauen wir jetzt, ob ich es auch finde. Das waren die hier. Gegen Abend heißen die. Und zwar gehören die, das sind nämlich die Kapitel unterteilt in die 4 Jahreszeiten. Und dieses Sockenmuster gehört zum Sommer. Mal schauen. Gegen Abend. Also hier auf dem Bild, da haben wir auch selbst streifende, ein bisschen bunte Wolle. Und da also laut Foto kommt das Muster gut raus, auch bei selbst streifender oder etwas bunter Wolle. Und da dachte ich mir, ja gut, ich habe hier auch so eine bisschen streifende
und bunte Wolle sitzt, passt, hat Luft. Ich habe Spaß am Stricken. Sie legt wirklich keinen Wert drauf, dementsprechend, die müssen nur angezogen werden und ich darf mich halt vielleicht nicht unbedingt langweilen beim Stricken, ja. Somit habe ich mir das Muster rausgesucht und habe dann oben am Schaft dieses Wellenmuster gestrickt, das eigentlich im Grundprinzip nur aus Zu- und Abnahmen besteht und dann zwischendrin halt mal eine linke Runde, damit da was Kraus rauskommt und ja. Das Muster war absolut eingängig, also da braucht man nur zwei Mustersätze stricken und man weiß das auswendig. Und es hat auch Spaß gemacht und das Lustige daran war, im Buch sind zwei Größen angegeben und ich habe da dann die größere Größe gestrickt, weil mir das einfach vom Umfang her kam mir vor, ich brauche da die größere Größe. Und das Lustige daran war, das Muster blieb komplett gleich. Das Einzige, was sich geändert hat zwischen der kleineren und der größeren Größe, ist, dass da hinten diese zwei verkreuzten Maschen mit dazu kamen. Also da wurden halt zwei, drei Maschen mehr angeschlagen. Also wirklich fast nicht der Rede wert. Und die sind in rechts verschränkt gestrickt, also rechts verschränkt, links rechts verschränkt. Und die führen dann oder tragen zur Elastizität bei. Und das ist ja absolut logisch. Also das macht ja total Sinn. Ja? Und da dachte ich mir, gut, das muss ich mir aber im Hinterkopf behalten. Denn bei so manchen Socken, wo vielleicht die eine Größe zu klein ist und die andere zu groß oder wo ich mir das vielleicht nicht ganz so, oder ich bin mir nicht ganz so sicher oder das Muster vielleicht zieht ein bisschen zu viel zusammen oder wie auch immer, man kann da ohne Probleme, ich habe es jetzt da hinten an der Ferse, also auf der Rückseite der Socke, wo es am wenigsten stört, wo es am wenigsten auffällt, die beiden Maschen da eingebaut oder insgesamt sind es drei. Und davor noch und danach noch eine linke, dann wären es halt fünf, mit eingebaut. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Socke so weit genug ist, sie ist auch elastisch. Weil das ist so ein, das zieht, man sieht es ja, wenn ich es jetzt nicht auseinanderziehe, das zieht absolut zusammen. Und wenn da jetzt ein Fuß mit drinnen ist, gell, dann hat da einfach noch was Platz. Ich finde das ganz sympathisch. Ist auch, das ist absolut logisch, aber wem fällt denn das ein, so in dem Sinne, ich möchte jetzt ein paar Socken stricken und ich muss rumrätseln, die eine Größe, die andere Größe, so viel Maschen oder doch mehr Maschen oder weniger Maschen oder wie auch immer. Und das ist der Trick 17. Aber wem fällt das schon ein, wenn er da grübelt, wie viel Maschen er anschlägt? Ja? Dementsprechend, das muss ich so in meinem Hinterstübchen beibehalten. Beim nächsten Sockenpaar, wo ich nicht genau weiß, die eine oder die andere Größe oder wie auch immer. Oder wo vielleicht die Wolle ein bisschen zu dick ist, ein bisschen zu dünn ist für die Nadeln, die man benutzt. Oder was auch immer. Also da kann man ein bisschen rumspielen, ja. Und da dachte ich mir, das wäre mal so eine Sache, das könnte man sich mal merken. Und ja, auf alle Fälle habe ich dann für das Video diese Sockenpaar gestrickt, das jetzt, wo die Socken fertig sind und das Video auch schon fertig ist, an meine Mutter weitergegeben werden. Socke 1, Socke 2, beide haben dasselbe Muster. Und das ist eine, was war das? Das ist eine Austermann. Austermann-Wolle mit Jojoba müsste da mit drin sein. Da ist irgendwas mit drin, das kuschelig und geschmeidig und für die Haut gut ist. Ja? Das sind die beiden, oder die beiden Socken, wo eben jetzt diese Zwergenferse mit dran ist. Zwergenferse, ich glaube, das war im Video, in dem Kurzvideo nicht ganz perfekt klar. Zwergenferse funktioniert nur da, wo man Abnahmen machen muss. Bei einer Fersen 8, wo man Abnahmen machen muss. Ich stricke immer eine Käppchenferse, eine stinknormale Käppchenferse und mache jetzt halt die Abnahmen da unten, anstatt die Zwickelabnahmen da unten an der Sohle, anstatt an der Seite. Dementsprechend ist das besser gerundet. Ich glaube, bei einer Fishlips Kiss müsste das auch gehen, weil da muss man, glaube ich, auch Abnahme machen. Und bei einer Herzchenferse müsste das auch gehen, weil da müsste man auch Abnahme machen. Bei sowas wie einer Bumerangferse, glaube ich, funktioniert das nicht, weil bei einer Bumerangferse gibt es keine Abnahmen. Das kann ich euch nicht zu 100% versichern, welche verschiedenen Varianten an Bumerangfersen es da gibt, weil ich keine Bumerangferse stricke. Ich mag die einfach nicht. Ich mag die nicht, wie die sitzt und ich mag die auch nicht, wie die gestrickt wird. Wer die aber mag, weiß in dem Sinne Bescheid, ob er da Maschen zu oder Abnahmen irgendwo
machen muss, sollte man da Abnahme machen müssen, dann eignet sich die Zwergenferse. Zwergenferse, weil Ducati lässt grüßen, der kleine Zwerg auf der Sohle. Ja? Das nur so nebenbei, Werbung für mich selbst. Das waren jetzt nur die Socken und die fertigen Projekte, diese drei Paar Socken. Ja? Ich habe aber Kleinigkeiten weitergemacht. Ja? Also es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich ein bisschen weitergekommen bin. Ich habe zum Beispiel, und da bin ich jetzt ein bisschen stolz, dass ich es wirklich geschafft habe, ich habe meinen Hakuji, das sieht jetzt sehr kurz aus, gell? Also es sieht schon, das ist mehr ein Rechteck als Boxy, gell? Ich habe meinen Hakuji so weit, dass ich die Schultern abgekettet habe, die Schultern geschlossen und abgekettet habe. Ich habe sogar ein kleines Rollbündchen oben dran gestrickt. Ob sich das jetzt rollt oder wellt oder wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht. Und ich bin jetzt so weit, dass ich eigentlich die Ärmel stricken müsste. Ich bin da reingeschlüpft, gell? Also ich hatte ja da ein bisschen so die Angst, dass der zu weit und zu kurz wird. Und die Angst war schon ein bisschen berechtigt, weil er ist wirklich weit und ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch 3 cm länger gestrickt hätte, wäre es jetzt auch egal gewesen. Aber dieses Teil hier ist sowas von flexibel, dass ich mir wirklich dachte, nein, den lasse ich jetzt so. Also das Teil ist fast bauchfrei, also ist wirklich kurz. Aber das ist so flexibel, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass ich das nachdem, sobald dieser Pullover fertig ist, wenn ich den wasche und hinlege und einfach ein bisschen in die Länge ziehe, dann sind das schon die 3 cm, die fehlen, damit ich glücklich bin. Ja? Die ganze Angelegenheit ist wirklich groß und mächtig und jetzt nicht unbedingt figurbetonend, aber ich finde das Garn einfach nur cool. Und ich finde auch die Optik von den Zöpfen, mir gefällt das so gut, dass mir das momentan also wirklich da vorbeigeht. Ja? Ich darf den jetzt nicht in die Breite spannen, das nicht, weil dann wird es wirklich, dann haben 3 Leute in dem Pulli Platz. Also es ist unmöglich, wie flexibel dieses Ding ist. Also ich habe die kleinste Größe gestrickt. Ich habe die wenigsten Maschen angeschlagen, die ich anschlagen konnte laut Anleitung. Und meine Maschenprobe kam perfekt hin, die Lauflänge und die Maschenprobe kamen perfekt hin. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was da schiefgelaufen ist, aber egal. Er ist aber unmöglich, unmöglich breit. Also ich kann den wirklich, ich weiß gar nicht, ja, ihr seht es schon. Also ich kann den wirklich, weiß Gott, wie in die Breite spannen und das möchte ich eben nicht. Sondern ich werde dieses Material dann einfach nutzen, das Material, das hier in dem Sinne zu viel ist, einfach nutzen, um es in die Länge zu spannen. Weil wie ihr seht, ja eben, der lässt sich ohne Probleme auch noch in die Länge spannen. Dann sind die Zöpfe halt eher lang als breit, aber ich habe das Teil, ich habe die Schultern eben abgekettet und zum einen wollte ich da nicht nochmal aufmachen und zum anderen macht es auch keinen Sinn, die Schulterpartie jetzt noch um 3 cm zu verlängern, weil das heißt einfach, dass das Armloch größer wird und das möchte ich nicht. Da hätte ich nochmal also das Vorder- und das Rückenteil komplett nochmal auftrennen müssen, was bei dem Garn ein bisschen lästig ist, weil da ist Wolle, na, da ist Baumwolle, Alpaka, Wolle und Polyester mit drinnen und das ist so ein bisschen fuselig, das heißt, die einzelnen Maschen kleben aneinander, also wirklich die kleben gut aneinander. Das ist so nicht ganz, aber so ähnlich wie wenn man Mohair auftrennen muss, ja, also oder Alpaka. So Alpaka-Garne, die ein bisschen fluselig sind, zwar 100% Alpaka, aber nicht ganz perfekt glatt, weil es kann ja kein Merino Superwash sein. Und wenn das einfach dann so, ja, ihr seht schon, ihr seht den Flaum, ja, okay, ihr seht den Flaum hier am Braun. Meines Pullis, ja, genauso. Und wenn man das aufziehen muss, dann zum einen, glaube ich, funktioniert das nicht. Und zum anderen, wenn es irgendwie funktioniert, dann macht man wirklich die Wolle kaputt. Also,
Und das war jetzt nicht so unbedingt. Aber da hätte ich müssen wirklich Vorder- und Rückenteil auftrennen, um wieder hier anzukommen, wo ich zum Vorder- und Rückenteil getrennt habe und hätte da dann müssen 3 cm mehr stricken. Es handelt sich wirklich um die 3 cm. Und hätte dann nochmal müssen Vorder- und Rückenteil stricken. Und da habe ich mich einfach dafür entschlossen, dass ich das nicht mache. Und das Ding dann einfach in die Länge spanne. Da was raushole, was die Länge anbelangt. Und der Rest, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn es dann immer noch bauchfrei ist, dann stört es mich bei dem ausnahmsweise mal nicht. Weil ich bin fasziniert von dem Ding, wie die Wolle mit den Zöpfen da so arbeitet. Und obwohl man von der Planung her wirklich geplant hat, ist das Ding ganz anders jetzt, als ich es mir, vorgestellt habe. Es ist einfach ganz anders, es arbeitet ganz anders, als es arbeiten sollte. Und ich finde es trotzdem noch cool und lustig. Und ja, nachdem da dann Ärmel dran sind, werde ich es dann einfach in die Länge spannen. Aber bis da die Ärmel dran sind, das dauert noch eine Weile. Also so schnell kommt da mal nichts dran. Aber ja, ich habe, um die Schulternähte zu schließen, habe ich den Three Needle Bindoff gemacht. Ja. Und es war dann einfach ein bisschen kompliziert, bei dem elastischen Material zu entscheiden, ob ich den Three Needle Bindoff einfach gut anziehe und der dann weniger elastisch ist, oder ob ich diese Elastizität vom ganzen Material beibehalte. Ich war da einfach unschlüssig, weil ich nicht wusste, wo genau ich mit den Schultern hin möchte. Wo möchte ich denn, dass diese Schulterpartie sitzt? Soll die hier vom Hals bis wirklich hier an die Kante der Schulter sitzen? Dann muss ich das relativ eng anziehen. Oder darf das auch ein bisschen runterhängen? Stört mich das nicht, wenn das ein bisschen runterhängt? Und ich habe mich dann dafür entschlossen, das Material, was ich da einfach habe, zu nutzen, dass das schon ein bisschen Ärmel einfach wird und dass das dann so ein, wie heißt das, überzogener Ärmel, heißt das überzogener Ärmel, der hängt dann einfach, ein Teil von der Schulterpartie ist dann halt schon Ärmel. Ja, so ähnlich wie bei dem hier. Ja, also ihr seht, dass auch hier dieses Quadrat hier oben an und für sich könnte das auch hier aufhören. Ja, aber da ist jetzt noch dieses Stückchen einfach mit, weil das ist halt das Quadrat. Und wenn ich hier so sitze, dann seht ihr, wie das Quadrat einfach ein bisschen auf den Oberarm runtergezogen wird. Ja, das heißt, eigentlich könnte das hier oben aufhören, aber dieses Stückchen links und rechts ist dann halt mit dabei. Macht die Sachen meistens ein bisschen hängender, baggy, möchte ich fast sagen, wie so gewisse andere Schnitte, was ich an mir jetzt nicht unbedingt gern habe, aber immer noch dasselbe. Ich finde das, ich weiß nicht, das ist wie so ein kleines Experiment, kommt mir das vor. Man weiß nicht, was da dabei rauskommt. Ja, schlimmstenfalls wird es halt wirklich so ein Drüberwurf-Gedöns. Für wenn es draußen mal ganz kurz kühl wird, weil vom Material her ist es ja ein wunderbares Übergangsmaterial, ein wunderbarer Übergangspulli. Sehr dünn, weil, ja, sehr dünn und luftig. Wirklich, also das wiegt gar nichts. Ich glaube, ich habe da jetzt 2 Knäuel drin und das sind 100 Gramm. Vielleicht 2 Knäuel und ein angebrauchtes, dann sind es halt ein bisschen mehr als 100 Gramm. Und der größte Teil vom Material ist Baumwolle. Eben ein bisschen was an Alpaka, ich glaube auch ein bisschen was an Wolle und ein bisschen was an Poly. Ich kann euch aber nicht genau sagen, wie viel Prozent. Das ist die Alora von Lana Grossa. Ich glaube, ja, Lana Grossa. Alora von Lana Grossa. Und ja, das wird noch ganz interessant. Den kann man, der Clou an dem Teil hier ist ja auch, dass man den von beiden Seiten tragen kann. Oh, da kommen die Zöpfe sogar noch besser raus. Das sehe ich erst jetzt. Da kommen die Zöpfe besser raus. Oh, das gefällt mir sehr gut. Genau, aber das war eben der Clou. Also das stand auch in der Anleitung, dass man das wirklich, dass man diesen Pullover von rechts und auch von links tragen kann, weil die Zöpfe von beiden Seiten gut aussehen. Aber trotzdem die eine Seite anders aussieht als die andere. Das heißt, man hat an und für sich 2 verschiedene Pullis, obwohl es ein und derselbe Pulli ist. Jo, wahrscheinlich wird er jetzt in diesem Winter so schnell nicht fertig, weil auf Arbeit ist es jetzt schon
kühl genug, um wirklich so was Dickes anzuziehen. Und wenn dann die Sonne reinballert bei unseren Scheiben, dann wird es dermaßen warm, dass man sogar mit einem Langarmshirt, mit einem dünnen Langarmshirt schwitzt. Dementsprechend, das ist jetzt, ja, das eine vom einen krassen ins andere krasse. Aber ja. Der kommt jetzt wieder in seine Tüte. Der Hakuji, wo das, der Pulli heißt Hakuji, wo ich jetzt nicht weiß, wie die Designerin heißt. Die heißt Erin, ja, immer. Aber ihr wisst, ich verlinke euch ja alle Anleitungen unten in der Infobox. Dementsprechend, da könnt ihr draufklicken. Ich verlinke immer alles mit Ravelry. Wer kein Ravelry hat, tut mir leid, dann müsst ihr den euch vielleicht anderweitig raussuchen. Aber Ravelry ist einfach so, ich möchte jetzt nicht sagen idiotensicher, aber da findet man einfach alles, ja. Also wer sich mal ganz schnell einfach nur Fotos von dem Teil anschauen möchte, keine Ahnung, man sieht jetzt da nicht immer alles, ja, bei mir im Video. Und wer jetzt sagen möchte, gut, ich möchte mal schauen, vielleicht hat das jemand mit einer anderen Wolle gestrickt, dann schaue ich mir den mal an, dann sieht man das auf Ravelry einfach. Und sonst halt nirgendwo auf die Schnelle. Der Hakuji. Dann habe ich noch was, das ein bisschen gewachsen ist. Und zwar ist das der Tulip von Melody Hoffman. Das ist ein ganz, ganz schlichter, also wirklich ganz, ganz simpler Pulli. Und das Interessante ist eigentlich nur das Bündchen unten am Körper, weil das ist so schön gewellt. Und ich habe mir das Dingens hier schon vor Jahren mal in meine Wunschliste oder in meine, Entschuldigung, oh, in meine Warteschlange auf Ravelry reingepackt. Und da hat sich bis jetzt noch nie was ergeben. Ich habe schon eine Wolle hier, wo ich mir dachte, wenn ich nichts anderes finde, dann stricke ich den hier. Aber das war jetzt nicht so das perfekte Match. Und dann kam ich durch Zufall jetzt habe ich da wahrscheinlich keine Banderole. Nö, habe ich auch nicht. Schade. Ich kam durch Zufall zur Puno von Seehaver. Und das ist 100% Babyalpaka. Und das riecht so gut. Und das ist so unmöglich kuschelig. Also ich glaube, ich habe selten solch weiche Wolle in meinen Händen gehalten, geschweige denn hier in meinem Sammelsurium. Und ihr habt noch nicht mal alles von meinem Sammelsurium hier auf dem Bildschirm. Und zwar habe ich die gekauft bei der lieben Laura von Simple Things We Love, die jetzt leider ihren Online-Shop endgültig geschlossen hat, weil die liebe Laura ans andere Ende der Welt gezogen ist. Aber ich habe jetzt noch so ein bisschen was an Wolle bei ihr ergattern können. Ganz klein, ganz, ganz wenig. Also so wenig, dass ich einfach hier so eine Ablage räumen musste, damit das alles Platz. Jo. Und auf alle Fälle habe ich die hier ergattern können, weil da hatte sie nur ein Päckchen mit 10 solchen Strängen. Das sind immer 100 Gramm, also es war schon 1 Kilo und ich brauche nicht einen ganzen Kilo, um den Pulli zu stricken. Aber trotzdem, es gab nur dieses eine Paket und ich wollte es haben und ich habe es bekommen. Und ich liebe diese Wolle. Und habe da dann den Tulip angeschlagen, weil das war dann irgendwie so eine Eingebung, dass aus dieser Wolle der Tulip werden muss. Und beim letzten Mal war ich, glaube ich, irgendwo hier unter den Achseln. Also ich hatte schon abgekettet, weil natürlich die Puno, die hat eine Lauflänge, ich glaube, von 100 Metern auf 100 Gramm. Das heißt, das ist ein relativ dickes Garn. Und ich stricke das mit 5,5 Nadeln oder 5er? Fünfer. Fünfer Nadeln, genau. Ich glaube, ich wollte das mit 5,5 stricken und habe es dann mit 5 gestrickt, ja. Und jo, jetzt
ist das Ding lang genug, dass ich das Bündchen reingestrickt habe. Ich habe jetzt mal angefangen, hier Bündchen dran zu stricken und müsste jetzt eigentlich die Wellenkante dran machen. Aber ja, zeitlich hat das jetzt einfach nicht mehr so funktioniert, weil da muss ich mich jetzt ein bisschen reinlesen, weil das funktioniert nämlich mit verkürzten Reihen, was ich jetzt an und für sich nicht so kompliziert finde. Also ich mache immer die verkürzten Reihen, wo ich diese Wickelmasche habe, wo ich die dann mit dem Faden einfach überziehe und langziehe und festziehe. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe nur zwei Projekte, von denen ich weiß, wo mir diese Methode nicht so gut gefallen hat, aber vom Optischen her. Aber die Art und Weise, das funktioniert, das kann ich mir merken, da tue ich mich nicht schwer und das schaffe ich zu machen, diese verkürzten Reihen, und dementsprechend bevorzuge ich auch diese Methode. Ich weiß, da gibt es noch einige andere Methoden, auch einfach indem man anders einsticht, indem man die oder indem man überhaupt einfach nur umdreht, die Arbeit umdreht und wieder zurückstrickt, dann steht dann halt ein Loch. Da gibt es unmöglich verschiedene Varianten. Aber ich habe mir diese eine Variante, ich glaube, das sind die ganz, blöd gesagt, hundsgemeinen German Short Rows. Und das funktioniert und ich bin glücklich damit. Aber ich habe hier unten, ich glaube, alle 15 oder alle 16 Maschen musste ich eine Maschenmarkierer reinmachen, weil ein Mustersatz, eine solche Welle, ist halt diese 15 oder 16 Maschen, ich glaube, es sind 15 Maschen breit. Das heißt, wenn ich das Teil jetzt irgendwann mal hochhalten kann, ist sozusagen von einem Maschenmarkierer zum nächsten so eine Welle. Und dann kommt hier so die nächste und die nächste und die nächste, ja. Aber da gibt es ein Video eben dazu, abgesehen von der Beschreibung, aber ich möchte mir gerne das Video anschauen. Und ich habe bis jetzt, habe es noch nicht einbringen können, mir das Video anzuschauen, ja. Dementsprechend muss der Bulli jetzt halt mal kurz warten, bis ich mir das Video angeschaut habe, um zu verstehen, wie genau die das jetzt meinen mit den German Short Rows und wie genau das jetzt funktioniert. Mein Hirn sagt mir, das funktioniert jetzt auf die und die Art und Weise. Und ich möchte mir halt das Video anschauen, um zu sehen, ob mein Gehirn jetzt da recht hat, ob die Art und Weise, wie ich das jetzt stricken würde, auch die ist, wie die Designerin das macht, weil dann muss ich mir das nur einmal anschauen und dann passt das. Und wenn das eben anders ist, als ich mir das jetzt hier vorstelle, dann muss ich es mir sowieso anschauen, um zu verstehen, was die jetzt von mir genau möchte. Der Bulli ist relativ schwer, und zwar einfach, das liegt einfach am Garn. Also ich glaube, das ist jetzt das vierte Knäuel oder das dritte. Nein, ich glaube, ich bin jetzt beim vierten Strang, ja. Das heißt, da sind noch keine 400 Gramm drin, aber es sind immerhin schon 400 Gramm Wolle. Nicht ganz, aber fast 400 Gramm Wolle. Und da fehlen jetzt noch beide Ärmel, ja. Also ich würde mal sagen, dass da dann nochmal 200 bis vielleicht sogar fast 300 Gramm drankommen. Das Dingens ist einfach schwer, weil die Wolle dementsprechend schwer ist. Also Alpaka ist meiner Meinung nach einfach eine schwerere Faser als Schafwolle. Weil, keine Ahnung warum, mir kommt das Garn einfach dichter vor. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas von mir gebe, das Sinn macht, aber ja, mir kommt das Garn einfach dichter vor. Dementsprechend ist es schwerer. Oder ich glaube zumindest, dass das der Grund dafür ist, dass es schwerer ist. Einfach eine schwerere Faser. Und das ist dann halt ein schwerer, aber dicker Pulli. Aus 100% Babyalpaka. Und das riecht so gut und das ist so weich und da sind so viele Fusseln dran. Aber ich lieb's. Ich liebe es. Keine Ahnung, wann der fertig wird. Irgendwann vielleicht. Es wäre ganz toll, wenn ich den noch wirklich in diesem Winter anziehen könnte. Das wäre wirklich super. Da hätte ich wirklich viel Spaß dran.
Und vielleicht wird ja irgendwann im Dezember, wird es vielleicht von der Arbeitssituation ja ein bisschen besser, dass ich auch mal 2 Tage frei habe hintereinander oder Katze. Katze? Tust du Katze? Vielleicht geht es sich ja irgendwann im Dezember aus, dass ich mal 2 Tage hintereinander frei habe, weil das gibt es momentan nicht. Und dann würde ich das sicher ausnutzen, um da richtig dran zu klotzen. Das ist einmal der Tulip. Dann haben wir eine Katze hier. Motor eingeschalten. Das ist meine Katzen-Omi, weil die gute hier ist schon über 14 Jahre alt und man merkt halt so langsam, dass es eine Katzen-Omi ist. Gell? Also. Okay. Mir wäre jetzt ganz recht, wenn du dich hier hinlegen würdest. Na! Also. Jo. Was habe ich dann noch auf den Nadeln? Ich habe noch was ganz Schönes auf den Nadeln, ja? Und da bin ich jetzt nicht, weiß Gott, wie viel weitergekommen. Das ist wirklich liegen geblieben. Aber. Ich habe ein bisschen was weiter gestrickt. Und zwar an meinem Bookish Cardigan, habe ich an einem Vorderteil weitergemacht. Ich glaube, das letzte Mal, im letzten Video war ich irgendwo hier. Also da war nur so ein Stückchen. Und zumindest das Vorderteil, es ist noch nicht fertig, aber es sieht nach einem Vorderteil aus, ja? Das ist jetzt so ein Symptom der Katzenomi. Ja. Das passiert dann halt ein-, zweimal im Monat. Aber solange es nur ein-, zweimal im Monat ist und wir alles unter Kontrolle haben, dann. Okay. Der Bookish Cardigan. Und ich finde den immer noch extremst süß. Und ich bin richtig, richtig froh, diese Wolle gewählt zu haben. Das ist die Relikt von Schoppel. Und die benutzt sozusagen, das ist ein recyceltes Garn, weil die benutzt solche Faserreste, Faserenden, Kammzugenden der Schoppelzauberbälle. Ja? Also der Produktion der Schoppelzauberbälle. Was da so übrig bleibt, das recyceln die und machen da dann diese Relikt draus. Ja? Und das ist, glaube ich, 60 oder sogar 70% Wolle und der Rest ist recyceltes Polyester. Sowas in der Richtung halt, ja. Ich finde sie auf alle Fälle cool. Ich finde sie aber zum einen cool wegen der Optik, weil die hat so ganz, eine ganz leichte Tweed-Optik, ja, also wirklich ganz dezent. Hier ist so ein Fleckchen mit drin, ja. Also ganz dezente Tweed-Optik und ansonsten kommt einfach, wie ihr seht, diese Zopfmuster und diese Knubbelchen, die kommen wunderbar zur Geltung. Also es ist wirklich ein wunderschönes Garn. Es ist ein bisschen robust, aber nicht unbedingt kratzig, ja. Und ich habe mir da jetzt noch ein paar Knäuel nachgekauft, weil ich nämlich das Vorderteil wirklich gut verlängert habe. Also ich habe, weil laut Anleitung ist das eine relativ kurze Jacke.
was man meiner Meinung nach aber auf dem Foto einfach nicht sieht, weil ich glaube, dass das hier die Taille ist, der guten Pippi hier. Pippi. Aber wer kann das schon sagen? Die Taille könnte jetzt auch hier oben sein oder doch wo auch immer, ja? Also ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Und wenn ich mir jetzt die Maße anschaue, die in der Anleitung angegeben sind, wie lange die ganze Jacke ist, dann ist die einfach richtig, richtig kurz. Also richtig, richtig kurz, die ganze Jacke. Und dann dachte ich mir einfach, ja, dann muss ich die verlängern. Und es steht sogar in der Anleitung drin, Achtung, sollte man die an diesen und diesen Punkt verlängern, dann muss man das halt berücksichtigen, weil danach natürlich das Vorderteil, das zweite Vorderteil dementsprechend zu verlängern ist, das Rückenteil dementsprechend zu verlängern ist und natürlich auch die Maschenzahl, wenn man dann die Knopfblende anstrickt, anders ist als in der Anleitung angegeben. Und ich finde das ganz cool. Also ich finde den Hinweis wirklich in Ordnung. Also das ist so ein Hinweis, das ist nicht so, das steht nicht so drin, bitte nicht verlängern, weil ich habe die Anleitung geschrieben und die ist perfekt so, wie sie ist. Nein, wer sie verändern möchte, verlängern möchte, dann wäre es halt gut an dieser und dieser Stelle. Aber Achtung, weil und so weiter und so fort. Und ich finde das als Hinweis wirklich sehr entgegenkommend und zuvorkommend und einfach sympathisch. Aber mir am besten gefällt mir einfach hier, ach, diese Muster, die sind, hoppala, diese Muster, ich finde die sowas von schön und cool. Und auch den Farbton, dass ich wirklich mal eine einfarbige Jacke stricke. Ja, also ich habe ja meistens was Buntes, also bei mir ist eigentlich immer, immer Farbe. Und das wird jetzt eine einfarbige Sache und auch hier nicht eine quietschbunte Kreischfarbe, sondern mal was Neutrales. Und eben dadurch, dass ich das ganze Dingens halt verlängert habe, habe ich mir jetzt noch zwei Knäuel dazu bestellt. Die sind auch schon hier. Die passen natürlich jetzt von der vom Farblot nicht perfekt zusammen, aber ich werde die irgendwo mit reinfaden und dann fällt das gar nicht auf. Und dann war zufälligerweise, war das Garn, auf welcher Internetseite auch immer ich das bestellt habe, oh, irgendein deutscher Online-Shop, war das Garn gerade im Angebot. Und dann habe ich nicht nur für mich diese zwei Knäuel bestellt, sondern habe dann noch dieselbe Wolle in der grünen Variante bestellt. Die hat ein bisschen mehr Tweed-Effekt. Und die habe ich jetzt, da habe ich jetzt genügend Knäuel bestellt, um vielleicht mal was meiner Oma zu stricken. Ja, also ich wohne ja im Haus meiner Großeltern und mein Opa wird jetzt wahrscheinlich kein großer Freund von selbstgestrickten Pullis sein, obwohl, wenn ich dem jetzt einfach so einen gestrickten Pulli da hinlegen würde, einen selbstgestrickten, dann wird der den wahrscheinlich sogar anziehen. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Aber meine Oma wäre da sicherlich mit dabei, denn die schätzt solche selbstgestrickten Sachen einfach noch. Da kann man in dem Sinne sagen, die ist noch ein bisschen vom alten Schlag. Und da habe ich mir jetzt eben so ein schönes Grün, das ist wirklich ein schönes Grün mit so leichtem Tweed-Effekt. Und da dachte ich mir, da könnte man ihr doch auch mal was machen. Ich mag die Wolle, ich finde die wirklich cool. Die kostet nicht weiß Gott wie viel. Es ist Schoppelwolle, das heißt, ich glaube, dass das qualitativ sehr hochwertig ist, schon alleine, weil es recyceltes Material ist. Das heißt, die machen sich wirklich nochmal zwei Gedanken mehr. Und eben den Effekt, den die Wolle hat, ja, also das ist wirklich einfach nur schön. Das ist jetzt dieses eine Vorderteil. Jetzt ist mir das Knäuel abgehaut. Leider habe ich da noch nicht mehr, um es euch zu zeigen. Ich hoffe, dass die Jacke schon ein bisschen wächst im Laufe der nächsten, sagen wir mal, 2 Monate. Nicht ungemein, aber dass die einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt im Laufe der nächsten 2 Monate. Das wäre ganz schön, dass ich einfach ich für mich selbst so ein bisschen Fortschritt dabei sehe, weil mir die wirklich, wirklich gut gefällt. Und es wäre einfach schade, wenn diese Jacke jetzt für ein halbes Jahr liegen bleibt, weil es zeitlich nicht ausgeht oder wie dann auch immer. Das ist der Bookish Cardi. Dann habe ich noch den hier auf den Nadeln. Den kennt ihr auch noch vom letzten Video. Bei dem ist nicht viel weitergegangen, nur eine Kleinigkeit. Das ist der Autumn Doodle Cowl. Und da hat es eigentlich einen Knit-Along gegeben, wo ich ja schon lange nicht mehr mitmache, weil der ist schon
Vor 10 Tagen war der schon fertig und ich bin immer noch so weit, aber ich habe die Kürbisse mit dran gemacht, ja. Oh, das sieht man jetzt im Licht ganz schlecht. Aber ja, ihr seht, dass da Kürbisse mit dran sind, ja. Die Idee hinter dem Teil hier ist, das ist eine Anleitung, wo ganz viele verschiedene herbstliche Charts drinnen sind. Und die kann man sich dann so zusammenstellen, wie man gerade lustig ist und sucht sich dann halt Wolle aus, wie man gerade lustig ist und Farben aus, wie man gerade lustig ist und strickt dann sich so einen Kaul. Also das kann in dem Sinne ein doppelter sein, wie ich den hier mache. Also ich werde das dann so zur Runde schließen. Aber das kann auch ein Kaul sein, dass man den einfach so, dass man so reinschlüpfen kann, ja. Ich glaube, dass das in dem Sinne ganz viel dass es in dem Sinne schon allein durch die zwei Varianten viele Möglichkeiten gibt, wie man den jetzt gestaltet. Hat man Lust, lange zu stricken, dann wird es halt ein Loop, der wirklich doppelt ist, was meiner Meinung nach je nach Wolle sehr, sehr dick ist. Auch das hier, das ist jetzt Merino Superwash gestrickt mit Nadelstärke 3 mm, aber das in Colorwork und dann doppelt, das ist wirklich eine dicke Angelegenheit. Also das ist wirklich, das ist sicher so ein Zentimeter an Wolle, ja. Aber egal. Hätte ich noch mal mehr Maschen angeschlagen. Die ganze Anleitung basiert auf einem Mustersatz von 24 Maschen. Hätte ich 24 Maschen mehr angeschlagen, dann hätte da auch mein Kopf ohne Probleme Platz. Der hätte so wahrscheinlich auch Platz, aber dann wäre es eine sehr enge Angelegenheit. Aber hätte ich da noch die 24 Maschen mehr angeschlagen, dann könnte ich eigentlich schon abketten und hätte so einen solchen Loop, ja. Aber ja. Schade an dem Teil ist halt einfach, dass ich jetzt nicht unbedingt so schnell weiter oder so schnell vorankomme, wie ich gern wollte. Einiges an den Colorwork-Charts sind Halloween-Charts, auf die ich jetzt nicht unbedingt stehe. Aber die Kürbisse fand ich einfach nur süß, weil die sind wirklich süß. Die haben so ein nettes Lachen. Die sind wirklich süß. Und der ganze Rest, ich werde den mehr herbstlich machen als jetzt Halloween, weil damit habe ich jetzt nicht wirklich was am Hut. Die Mustercharts, natürlich, die Anzahl der Charts ist begrenzt. Und wenn mir die ganzen Halloween-Charts jetzt nicht gefallen, dann habe ich jetzt nur X an herbstlichen Charts, aber ich habe ja noch Bücher noch und nöcher mit auch Colorwork Ideen mit drin und ansonsten gibt es immer noch Pinterest, wo man sich Ideen suchen kann und werde mir da dann wahrscheinlich, wenn mir die Mustercharts ausgehen von der Anleitung hier oder ich einfach keine Lust habe, die immer dieselben Mustercharts zu wiederholen, werde ich mir da was aus meinen Büchern raussuchen. Und da habe ich mir, ich habe euch das letzte Mal schon ein Colorwork-Buch gezeigt, das mir sehr gut gefällt. Und ich habe es da genau hinter der Kamera dementsprechend. Entschuldigt mich. Und zwar war das das hier. Ich habe euch das letzte Mal schon in die Kamera gehalten. Mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Und mir gefällt dieses Buch dermaßen gut, dass ich mir Teil 1 auch gekauft habe, also ich habe frisch beide. Das hier ist Teil 2 und ich wusste eben nicht, dass das Teil 2 ist und habe mir das hier bestellt und bin dann drauf gekommen, da gibt es einen Teil 1 auch, also muss ich den natürlich auch haben. Die Projekte in beiden Büchern, die vorgegeben sind, das sind halt so eine Handvoll Projekte mit drin. Ich weiß nicht, vielleicht so pro Buch 10, 12 Projekte. Das reicht aber vollkommen, weil das ist in dem Sinne, das sind so Basisprojekte, ein Basispulli, ganz einfach, ein ganz einfaches Dreiecksschal, eine kurze Hose, aus der man natürlich auch eine lange Hose machen kann, eine Jacke, eine Mütze, ein paar Handschuhe, so richtig so einfach simple Sachen. Aber der Clou an dem Teil ist ja die Einstrickmuster, die ganzen Colorwork-Muster und die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Und ich werde wahrscheinlich was aus den beiden Büchern halt hernehmen, um den Kaul fertig zu machen. Ich schau mal, ob ich irgendwas finde, was da jetzt so wirklich. Oh, das sind genügend. Oh Gott, meine Lieben. Schon alleine, wenn ich da jetzt blättere.
Auch hier gibt es herbstliche Motive, ja. Und mir gefällt auch der Selbu-Stern, also der typisch norwegische Stern. Der gefällt mir sehr gut und ich würde sowas auch mit einbauen. Denn so, das wäre ja an, das ist ja an und für sich ein Stern bzw. eine Blüte. Und wenn man den in herbstlichen Farben macht, dann warum nicht? Ja, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts Herbstliches, was ich euch so zeigen kann. Aber es sind halt Unmengen, also wirklich Unmengen an Ideen da mit drinnen. Dementsprechend, ich kann euch leider keine Colorwork-Charts zeigen, weil es ist natürlich Copyright von den Lieben hier, der lieben Anna Bauer. Dementsprechend zeige ich euch das nicht. Aber da sind genügend Ideen drin, mit denen ich arbeiten kann. Und wenn das jetzt nicht zu 100% nach der Anleitung von der Designerin hier ist, das müsste Pacific Knit, dieses PacificKnitCo.com, PNW Knit Design sein. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwelche Probleme damit hat, wenn ich den Kaul jetzt halt anders stricke, ja? Aber ich wollte euch, auch wenn der Fortschritt ganz, ganz minimal ist, aber ich wollte euch den unbedingt zeigen, weil ich diese Kürbisse einfach nur süß finde, ja? Also die sind, das ist wirklich süß. Also die sind, einfach putzig. Jo, das ist so ein Projekt, das vielleicht dann mal, na, ich kann's nicht gut mitnehmen, da ich immer den Chart dazu brauche, aber wenn es so einfache Charts sind, die man sich da wirklich gut merken kann, dann schuppere ich mir den auch mal schnell in die Handtasche und dann werden halt zwei Runden reingestrickt, aber jo, es braucht halt momentan alles ein bisschen Zeit. Dann habe ich noch zwei Projekte, das sind jetzt aber neue Projekte, die kennt ihr auch noch nicht, wie die Socken, aber die kennt ihr auf alle Fälle noch nicht. Und ein Projekt, das ist auch eine Bestellung, da hat mich die liebe Nachbarin meiner Mutter nämlich gefragt, ob ich ihr nicht eine Babydecke stricken könnte. Sie hat einen kleinen Sohn, ich glaube, der ist 1,5 Jahre alt, sowas in der Richtung. Und sie wollte eigentlich, als sie mit dem Kleinen schwanger war, selbst sich eine Babydecke stricken, aber wie die Dinge halt so manchmal laufen, gell? Man nimmt sich da zwar was vor, also unabhängig davon, ob man jetzt schwanger ist oder nicht, aber man nimmt sich halt gewisse Dinge vor und am Ende passiert dann einfach gar nichts. Ja. Und jetzt hatte die es sich aber Wolle gekauft und hatte dann einfach keine Zeit mehr, da was zu stricken und hat mich jetzt gefragt und dann dachte ich mir, ja, ich bin jetzt kein großer Fan davon, Decken zu stricken. Wenn es dann eine Babydecke ist, die dann einfach kleiner ist, dann ja, kann ich mir das schon vorstellen. Aber dann muss es entweder ultra, ultra simpel sein, dass ich es wirklich nebenher am Abend, während ich mir irgendeinen Film anschaue oder so, ganz einfach stricken kann, ohne auch nur annähernd an irgendwas denken zu müssen. Oder es muss dementsprechend kompliziert sein, dass es mich unterhält beim Stricken, ja. Dann werde ich da nicht kontinuierlich dran stricken, dann dauert es ein bisschen länger, dann geht das eben nicht so nebenher beim Film gucken. Aber dann sieht die Denke, aber dann ist halt irgendwie irgendwas, wo mein Hirn dann halt dran arbeiten muss. Und dann dachte ich mir, wollte ich lieber das eine oder wollte ich lieber das andere? Dann habe ich mir aber meine Projekte mal so angeschaut, was ich momentan so auf den Nadeln habe. Und ich habe euch heute den Austras Koks nicht in die Kamera gehalten, weil ich da keine Runde dran gestrickt habe. Aber ihr wisst, ich habe den Austras Koks noch auf den Nadeln, der Colorwork ist. Ich habe den diesen Autumn Doodle Cowl, der Colorwork ist. Das ist nicht unbedingt kompliziert, aber es ist eine bisschen aufwendigere Sache, einfach Colorwork zu stricken. Dann habe ich den Bookish Cardigan, den ich absolut nach Chart stricken muss, weil ich genau schauen muss, wo welche Verzopfung hingeht. Das ist nicht kompliziert, aber wenn ich da eine Verzopfung falsch habe, dann sieht das Muster einfach scheiße aus. Und das möchte ich ja nicht. Und dann, was habe ich dann noch auf den Nadeln? Irgendwas fehlt mir noch. Egal, aber ihr versteht's. Dann dachte ich mir, nein, ich mag nicht irgendwas Kompliziertes haben. Also wenn ich wirklich mein Hirn einschalten möchte, nachdem ich 10 Stunden gearbeitet habe und wirklich sehr früh in der Früh schon aufstehen muss,
Wenn ich dahin dann noch was Kompliziertes brauche, dann habe ich 3 Projekte zur Auswahl, da finde ich was. Und ich glaube, da bleibe ich bei was Simplen. Und dann ist mir die Monsterdecke eingefallen, ja. Also jeder kennt die Monsterdecke, sicher. Also ihr wisst sicher, wovon ich spreche. Wenn nicht, es gibt einen Erklärbär von The Nerd Knits zur Monsterdecke. An und für sich, das Prinzip ist eine Corner-to-Corner-Decke, wie auch beim Häkeln. Man fängt in einer Ecke an, macht Zunahmen so lange, bis eine Seite halt oder bis eine Seite breit genug, lang genug ist, wie man es halt haben möchte. Danach kann man gerade hochstricken oder man kann auch sofort wieder Abnahme machen, dann wird es halt quadratisch oder wie auch immer. Man strickt wirklich, man fängt in einer Ecke an, geht dann auseinander, macht dann irgendwann Abnahmen und geht dann zusammen und endet dann halt wieder in einer Ecke. Und das ist eine relativ idiotensichere Angelegenheit, weil wenn man sich jetzt nicht weiß Gott was überlegt, muss man an und für sich nur rechte Maschen stricken und zwischendrin mal einen Umschlag oder eine Knit Front and Back, so eine Masche verdoppeln und das war's. Und dann dachte ich mir, ja super. Die Wolle, die mir die gute Frau mitgegeben hat, das ist von Mondial, die Merinos Extra. Mondial, das ist eine italienische Wollfirma, die an und für sich gar nicht mal so schlechte Wolle macht. Nur auffallend ist, dass fast jede Wollart, die die machen, jedes Wollknäuel, irgendwie Polyester enthält, Poly oder Nylon oder was auch immer. Hier haben wir 50% Wolle, Merino-Wolle und 50% Acryl. Und ich kenne die Wolle halt, weil die gibt es bei uns halt überall in den ganzen italienischen Wollläden, gibt es die üblichsten italienischen Wollmarken, ja. Und an und für sich macht Mondial wirklich nicht so schlechte Wolle. Die haben auch wirklich so gewisse Knäuel, die mir richtig, richtig gut gefallen, weil sie von der Struktur her der Wolle wirklich super sind. Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr, wie die heißen. Und auch richtig, richtig warm halten. Aber es gibt kaum mal ein Knäuel, das zu 100% aus Wolle besteht. Zum einen. Und zum anderen ist die ganz schön teuer dafür, dass die Hälfte der Wolle aus Plastik besteht. Und das finde ich dann so ein bisschen unter aller Sau, wenn eine Wollfirma sozusagen, also ich empfinde das so, die streckt ihre Wolle mit Plastik. Logisch, in ganz vielen anderen Wollen auch sowas, also ich habe euch heute schon in die Kamera Sockenwolle, allein schon Sockenwolle in die Kamera gehalten, wo Plastik mit drin ist, ja. Aber ich verlange nicht für ein Knäuel 50 Gramm Wolle, wo die Hälfte Plastik ist, keine Ahnung, 10, 12 Euro. Das macht man einfach nicht, ja. Also, außer der andere, der Wollanteil ist, keine Ahnung, Kaschmir oder Seide oder was dann auch immer. Aber für eine stinknormales 50 Gramm Knäuel Wolle, wo 50 Wolle und 50% eben Acryl ist, ich glaube, da muss man jetzt nicht übertreiben, ja. Und das ist halt so, also solltet ihr mal in einem Wollladen unterwegs sein und ihr könnt die Wolle betatschen und ihr könnt euch die anschauen und ihr könnt mal fühlen, kratzt sie oder kratzt sie nicht oder ist mir das angenehm oder ist mir das nicht angenehm, gefällt mir die Farbe nicht, dann wunderbar. Solltet ihr die irgendwo online finden, da weiß ich nicht, ob ich es riskieren würde, die online zu kaufen, ohne die irgendwie mir mal im Vorhinein wirklich angeschaut zu haben. Das ist jetzt in dem Sinne schlechte Werbung oder einfach meine Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, also ich finde es einfach übertrieben, wenn man wirklich für ein Knäuel Wolle 10, 12 Euro hinblättern muss und da ist dann nicht viel dabei. Ja, also wenn ich habe das hier, ja. Das ist 100% Merino Superwash und dieses Knäuel, das sind jetzt 50 Gramm, nur als Beispiel. Das war ein anderer Wollladen, das ist jetzt auch eine andere italienische Marke, ganz egal. Aber das ist 50 Gramm mit 100% Merino Superwash und ich glaube, das Knäuel waren 5 Euro so in der Richtung. Ja? Ich bin jetzt nicht drauf aus, ich bin kein Sparfuchs, nein, aber ich glaube, man muss die Balance finden, ja. Also wenn ich eine Kaschmirwolle kaufe, dass ich die zahlen muss, das ist verständlich, ja. Aber dass ich für Plastik
dass ich wirklich Plastik teuer verkaufe, dann muss ich mir als Wollfirma schon 2-3 Gedanken machen, ja. Das ist jetzt nur so meine Meinung dazu und das ist, diese Meinung hat jetzt auch nur ins Video gefunden, weil ich halt zufällig aus der Wolle die Decke stricke, weil ich selbst würde mir die Wolle jetzt nicht unbedingt kaufen, dann käme es gar nicht zu der Thematik, ja. Dann muss natürlich jeder selbst entscheiden und sich überlegen, welche Wolle er kauft und welche Wolle er nicht kauft und was er denn jetzt gerne verarbeitet und was er nicht gerne verarbeitet. Aber ich denke mir halt, vor allem was die Preise anbelangt, dass man, es gibt gerechtfertigte Preise und es gibt nicht gerechtfertigte Preise. So summa summarum. Ja, ich habe die Monsterdecke angefangen und jetzt wundert euch nicht über die ganzen Fadenenden, die hier rausschauen. Ich musste leider an manchen Knäueln, an manchen Stellen im Knäuel neu ansetzen, weil der Faden ganz, ganz dünn war. Das muss nicht mal an der Wolle liegen, das kann auch einfach dran liegen, dass die Wolle seit wahrscheinlich 2 Jahren bei der Nachbarin meiner Mutter zu Hause rumlag und ich auch nicht weiß, ob da nicht Tiere, und jetzt meine ich hier auch nicht unbedingt Motten, aber vielleicht Katzen oder Hunde dran gekommen sind, keine Ahnung. Dementsprechend, das sind so manche Fadenreste, ja, also ihr seht es hier so angestückelt. Ich habe in dieser Ecke angefangen und habe gute 80 cm sind da, ja, nicht ganz, 70 cm wahrscheinlich an Breite momentan, ja. Und ich werde jetzt noch, das ist jetzt Knäuel Nummer 2, ich werde jetzt dieses Knäuel noch mit reinstricken. Dann schaue ich mir an, wie breit eine dieser Seiten ist, ja. Vielleicht fange ich dann das dritte Knäuel auch noch an. Ich fange das dritte Knäuel mit Sicherheit an, aber wahrscheinlich kommt noch ein bisschen was vom dritten Knäuel in die Länge dieser einen Seite mit rein, ja. Und danach mache ich an der Seite keine Zunahme mehr und stricke ein Stückchen geradeaus, dass es so ein bisschen rechteckige Decke wird. Also ich möchte keine super, super quadratische haben, sondern ich möchte schon ein bisschen eine rechteckige Decke haben, dass wirklich eine Seite einfach etwas länger ist und die andere Seite etwas kürzer. Je nachdem, wie man den Kleinen zudecken möchte, ob das jetzt nur in den Kinderwagen mit reinkommt oder ob das als Spieldecke in der Zwischenzeit benutzt wird oder wie auch immer, glaube ich, ist es ganz von Vorteil, wenn man eine längere und eine kürzere Seite hat, dann kann man sich die zurechtlegen, wie man die gerade braucht. Und jo. Das ist jetzt diese eine Ecke, gell? Die Reihen ziehen sich ein bisschen in die Länge, aber es ist alles noch machbar. Also es ist momentan noch sehr angenehm zum Stricken. Und wie gesagt, ich würde jetzt hier schon noch, ich möchte hier so ungefähr noch 10 cm mehr hätte ich schon gern. So, ja, so 10 cm mehr hätte ich schon noch gerne. Und dann schaue ich mir das ganze Dingens mal an, weil ich habe genügend Wolle. Ich habe insgesamt 6 dieser Knäuel. Und das sind jetzt 2 Knäuel, ja. Das sind jetzt 2 Knäuel. Wenn ich das jetzt als eine Hälfte lassen würde, dann hätte ich eine Babydecke von wahrscheinlich 70x70 mit insgesamt 4 Knäueln Wolle, ja. Da ich aber 6 Knäuel habe und ich möchte die 6 auch so gut wie möglich verbrauchen, werde ich die sicherlich noch größer machen. Ganz zu groß will ich sie dann aber auch wieder nicht haben, weil sie dann einfach, dann wäre es keine Babydecke mehr, ja. Dann wäre das so ein Mittelding und das passt dann in keinen Kinderwagen mehr rein. Also wenn man die Kinder im Kinderwagen halt doch noch mal ein bisschen zudecken möchte, vor allem an den Füßen, an den Beinen vielleicht, so im Herbst, Winter, wenn ich da jetzt eine, keine Ahnung, 1,50x1,50 habe, dann ist es einfach zu viel, ja. Da hat man dann zu viel Decke. Aber so einen Meter mal 1,20, das wäre so ein Maß, mit dem ich noch gut leben kann. Wenn es ein bisschen kleiner wird, wäre jetzt auch egal. Und ja, so maximal 1,20, ja, so in der Richtung. Aber da fehlt schon noch ein Stückchen, damit ich auf 1,20 hochkomme. Aber ja, mal schauen. Wenn da was übrig bleiben sollte, wenn ich da jetzt vielleicht mit 5 Knäuel auskommen
sollte. Und mir geht es jetzt in erster Linie wirklich nur um die Größe und nicht um die Menge, die ich verbrauche. Aber sollte da vielleicht so ein Knäuel Wolle übrig bleiben, dann werde ich dem Kleinen einen Pulli draus stricken. Da muss ich zwar sicherlich was dazu suchen, weil die hat eine Lauflänge von 245 Metern auf 100 Gramm. Das ist schon in Ordnung. Ich stricke auch die Decke mit Nadelstärke 4 mm und die ist recht kuschelig. Aber sollte mir da ein Knäuel überbleiben, dann werde ich dem Kleinen einen Pulli stricken und dann suche ich mir irgendwas Passendes hier aus meinem Sammelsurium aus und werde dem so einen kleinen Colorwork-Pulli stricken. Ich dachte mir da, ich habe da so eine ganz nette Anleitung gefunden, dass der ganze Pulli in einer Farbe und hier über den Körper, über den Bauch sind Schafe eingestrickt. Ganz simpel. Und ich glaube, das Bündchen oben oder der Kragen oben und der Kragen, das Bündchen an den Ärmeln und am Körper, die sind dann in der Kontrastfarbe noch gestrickt. Und das wäre dann was ganz, ganz Simples. Einfach so, um die Wolle aufzubrauchen. Weil ich glaube, wenn da nämlich einiges an Wolle übrig bleibt, und da spreche ich eben so von vielleicht einem Knäuel, die Nachbarin meiner Mutter fängt nichts damit an, ja. Und ich möchte sie jetzt auch nicht behalten, weil was mache ich dann aus dem Knäuel, ja? Also ich würde dann halt einen Pulli aus dem Knäuel machen. Und wenn die mir jetzt das Knäuel schenken würde, dann würde ich ja trotzdem einen Pulli draus machen. Dann kann ich ihr ja gleich für ihren kleinen Sohn einen Pulli draus stricken, ja? Also das ist so irgendwie, das ist immer dieselbe Geschichte, ja? Ja, mal schauen. Vielleicht bleibt auch nichts übrig oder einfach nicht viel oder wie dann auch immer. In erster Linie geht es mir jetzt da wirklich nur um die Größe von dem Dingens. Die Farbe täuscht und das einfach nur, weil da habe ich meine Balkontür und da kommt nicht mehr so viel Tageslicht rein, weil wir haben jetzt schon Abend. Das heißt, ich habe leider Kunstlicht an und da sieht man das jetzt nicht so gut. Es ist so ein Grasgrün, ja, also es ist jetzt nicht so ausgeblichen wie hier. Das ist wirklich so ein Grasgrün. Ja, doch, das ist ein Grasgrün. Ja, die wächst jetzt halt feuchtfröhlich vor sich. Ich habe da ein Teil verloren. Das muss ich danach dann suchen. Ansonsten bekommen es die Katzen. Hoppala, da kommt eh schon die nächste Katze. Ja, das ist einmal die Monsterdecke. Die darf weiter wachsen. Die hat jetzt keine Deadline, aber es wäre halt fein, wenn die im Winter noch fertig wird, damit man die noch benutzen kann. Und dann habe ich noch ein einziges letztes Projekt auf den Nadeln. Und das sind wieder Socken. Und zwar hat mich da auch wieder jemand gefragt. Ich habe gleich fertig. Ja. Dauert nicht mehr lang. Okay. Da hat mich die Schwester einer Arbeitskollegin gefragt, ob ich ihr nicht ein paar Fäustlinge und Socken stricke. Und da die Wolle der Fäustlinge noch nicht angekommen ist, denn die wollte einen ganz bestimmten Farbton haben, und da hatte ich nichts hier. Also ich hatte kein einziges Knäuel in dem Farbton hier. Das muss ein ganz bestimmtes Grün sein. Zum einen hatte ich kein einziges Knäuel in dem Farbton hier. Und zum anderen hätte ich auch den Farbton hier gehabt, dann wäre es sicherlich nicht die richtige Wollstärke gewesen. Dementsprechend, da habe ich jetzt Wolle bestellt. Die müsste irgendwann jetzt in diesen Tagen kommen. Und damit ich jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, gar nichts zum Tun habe, ja. Aber damit ich für die gute in der Zwischenzeit mal an irgendeinem ihrer Projekte zumindest arbeiten kann, habe ich in der Zwischenzeit mit den Socken angefangen. Und da habe ich mir dann auch eine Wolle mit Grün rausgesucht, weil ich mir dann einfach dachte, ja, okay, wenn die Fäustlinge schon mit einem gewissen Grünton sein müssen, dann vielleicht gefällt ihr auch Grün in der Socke. Und da habe ich mir, das ist, das ist, nee, ach, hier
wird es stehen, aber ich kann es nicht lesen. Eine Langjans. Lana Rosa. Allegria. Ich habe die Banderole ins Knäuel geschuppert. Oh, wie schön. Eine Lana Rosa meilenweit. Aber das ist sicher schon eine ältere, weil das ist eine Secondhand, ein Secondhand-Kauf, nicht Ware. Aber das war von einer Bekannten, die einfach keine Lust drauf hatte und die hat mir die Wolle dann weitergegeben, ja. Und ich habe die Wolle sicher schon seit 2-3 Jahren bei mir hier in meinem Sammelsurium und ich weiß nicht, wie lange sie die schon hatte. Dementsprechend ist das Knäuel jetzt nicht mehr das Neueste. Das tut der Wolle aber nichts ab, weil ich finde die Farben wunderschön. Und hätte ich gewusst, wie schön diese Farben rauskommen oder wie schön dieses Knäuel ist, mit den verschiedenen Blau- und Grüntönen, dann hätte ich mir da wahrscheinlich schon selbst Socken draus gestrickt. Und so hat es jetzt halt einfach ein paar Jahre gedauert, bis ich drauf gekommen bin, wie schön diese Farbe ist und dass da einfach verschiedene Grüntöne sind und die dann wahrscheinlich der betreffenden Person gefallen werden würden, täten, wie auch immer. Dann habe ich ihr das rausgesucht und bin jetzt ganz glücklich, wie die Socke rauskommt. Ich habe ein 2-2-Bündchen gemacht und habe hier ein Sockenmuster gestrickt, wo ich mir nicht mehr sicher bin, wie es heißt. Ich glaube, das ist die Tante oder die Oma Erna, sowas in der Richtung. Ich kann es euch aber nicht versichern. Der Clou dran ist, es wird einfach eine Reihe 2 rechts, 2 links gestrickt und die Reihe drauf. Und dann kommen 2 Reihen rechts drauf und dann wieder 2 rechts, 2 links. Und wieder 2 Reihen rechts drauf. Und somit ergibt sich hier so ein Rippenmuster und doch nicht Rippenmuster, das relativ elastisch ist, aber auch ein bisschen locker ist. Also ihr seht schon, allein an der Form der Socke, gell? Da oben das Bündchen zieht wunderbar zusammen. Hier habe ich ganz schön viel Volumen. Da bin ich wieder umgestiegen auf Bündchenmuster, auf 2 rechts, 2 links. Damit es wirklich kurz ober der Fessel einfach wieder gut sitzt, weil das halt ein bisschen luftig ist, ein bisschen locker ist. Und dann habe ich eine ganz stinknormale Käppchenferse wieder drauf gestrickt und habe das 2 rechts, 2 links an der Oberseite vom Fuß beibehalten. Auch hier wieder einfach der Elastigkeit halber. Na, Katze. Ah, der Kater hat es gefunden. Ich wusste ja, wenn ich irgendwas, was Stricken anbelangt, verliere, dann findet es irgendeine Katze und die frisst es dann oder macht es kaputt. Das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert und der Kater hat es gefunden. Super. Ja, das ist einfach, damit die elastisch sind und trotzdem, wenn mal irgendwo was fester sitzen muss, dann sitzt es einfach fester, weil das Rippenmuster die ganze Socke einfach ein bisschen zusammenzieht. Die braucht eine Größe 37, die hat relativ kleine Füße. Ich habe eine Größe 41, 42 dementsprechend. Und das heißt, ich muss nicht mehr viel stricken und die Socke ist schon fertig. Also da müssen jetzt noch circa 1 bis 1,5 Zentimeter dran und dann kommt schon die Spitze. Und dann war es das schon, ja? Jo, halt so eine schnelle Socke, ja? Ich liebe dieses Muster, also ich finde es vom optischen her einfach wirklich sympathisch und vom Stricken her ist es auch unterhaltsam, aber jetzt überhaupt nicht kompliziert, ja. Und es fühlt sich auch ganz, ganz, also es ist nicht nur optisch, sondern auch plastisch, ganz, ganz interessant. Jo, das sind diese Socken und damit habe ich euch alles gezeigt, was ich euch zu zeigen habe, woran ich gearbeitet habe in diesen letzten 4 Wochen. Und an was ich so arbeiten werde in den nächsten 4 Wochen, ja. Und dann schauen wir mal, wo ungefähr ich bin oder nicht bin. Ja, eine kurze Anekdote bezüglich meiner Arbeit. Ich habe einige von euch, die mich eben fragen oder schon gefragt haben, wieso und weshalb und wo denn und warum denn und so weiter und so fort.
Ich arbeite bei einer Seilbahn und wir haben im Sommer sind wir ein Wandergebiet, ja, und im Winter sind wir ein Skigebiet. Und unsere Skipisten sind auf über 3000 Meter Höhe, das heißt, wir haben Gletscher, wir sind Gletschergebiet. Wir kümmern uns darum, dass der Gletscher so gut wie möglich erhalten bleibt und da wird dann auch im Sommer abgedeckt, damit wirklich so viel wie möglich von dem Gletscher einfach erhalten bleibt. Und gerade dadurch, dass wir uns um den Gletscher kümmern und auch obwohl der zurückgegangen ist, also auch in diesem Sommer sieht es, also unser Gletscher war gleich befallen wie alle anderen auch, sind wir imstande, mit Mitte September den Skibetrieb zu eröffnen. Da gibt es dann nicht 50 Pisten zur Auswahl, nein. Da muss man sich mit einer momentan zufriedenstellen und mit diesem Wochenende gibt es dann halt zwei. Zwar breite Pisten, aber halt in. Das ist jetzt nicht das ganze Skigebiet, was wir da öffnen. Aber wir haben dann ab Mitte September haben wir, ist Skibetrieb möglich und wir haben wirklich Trainingssaison. Also es bis auf die einigen wenigen Skigebiete, die im Sommer noch geöffnet sind, weil sie sich von den Temperaturen und der Schneebeschaffenheit und der Gletscherbeschaffenheit leisten können, sind wir an und für sich eines der ersten Skigebiete, das öffnet im Herbst. Und da haben wir natürlich weltweite Skiteams, die da zum Trainieren kommen, weil zum einen man trainiert auf über 3000 Metern Höhe. Das heißt, was die Blutkörperchen, die roten anbelangt und Sauerstofflieferungen, gibt es keine besseren Trainingsmöglichkeiten. Und zum anderen, wenn jetzt einer nicht gerade den Gletscher vor der Haustür hat, kann er absolut ab Mitte September nirgends Skifahren, weil es liegt kein Schnee. Ja? Und unser Skibetrieb oder unsere Trainingssaison beginnt um 7:15 Uhr morgens. Das heißt, ich bin um 6:30 Uhr morgens im Büro bei mir auf Arbeit. Das heißt, ich stehe um 4:45 Uhr morgens auf, bin dementsprechend auch um dieser Uhrzeit fast schon bettreif, ja. Und ja, da hat der Tag dann einfach, der Tag ist lange und hat trotzdem nur 24 Stunden, ja. Also ich mache da, meine Schicht fängt eben, oder ich starte um 6:30 Uhr morgens. Und wenn alles Paletti läuft, dann fahre ich um, oder dann habe ich um 4:30 Feierabend. Ja? Das sind 10 Stunden. Und wenn nicht alles rund läuft, dann wären es auch mal 11 Stunden. Und wenn man da dann danach nach Hause kommt, dann möchte man eigentlich, ja, mal schnell warm duschen und danach gern aufs Sofa, vielleicht noch einen Film schauen, vielleicht, je nachdem, wie lange der geht. Und das war's dann auch schon. Also, da hat man vielleicht dann noch nicht mal mehr immer Lust zum Kochen. Man hat zwar Lust, was zu essen, aber man hat nicht immer Lust zum Kochen. Geschweige denn dann an weiß Gott was Kompliziertem weiter zu stricken, ja. Deshalb scheitert es dann halt immer bei mir im Herbst, ja. Und trotzdem muss ich wirklich sagen, das klingt jetzt alles ganz, ganz schlimm und es ist auch ein bisschen anstrengend. Also ja, das sind jetzt die ersten 14 Tage, die ersten nicht ganz 3 Wochen, wo wir Trainingssaison haben. Und ich bin immer noch frohen Mutes. Ich stehe jeden Tag gerne in der Früh auf, weil ich habe richtig, richtig Spaß auf Arbeit. Aber es wird dann halt mit der Dauer anstrengender. Also, wir haben jetzt Anfang Oktober. Ich schaue mir das dann an, wie es Ende Oktober ist. Ja, also wir haben meistens im Oktober richtig, richtig Stress dann. Und gegen November hin ist dann auch noch mal ein bisschen, so die erste Novemberwoche ist auch noch mal richtig. Und danach wird es ein bisschen ruhiger. Aber jo. Es ist weniger ermüdend, weil es stressig ist, sondern einfach nur dann mit der Dauer ermüdend, weil es dann halt wirklich sind. Und meistens so
um die 2,5 Monate, wo es wirklich heißt, um 4:45 aufstehen. Ja? Und wenn das dann vorbei ist, dann ist man richtig, richtig froh, weil man erst um 6:15 oder um 6:30 aufstehen muss, weil das dann ein ganz normaler Skibetrieb ist für die normalen, ganz normalen Gäste einfach. Und dann ist das schon fast wieder Luxus, wenn man so lange schlafen kann. Jo, das so mein Senf dazu. Center Senf dazu. Und ich lasse euch jetzt auch in den Feierabend oder in wo auch immer ihr gerade seid und zu welcher Tageszeit auch immer ihr euch jetzt dieses Video anschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen restlichen Tag, ein schönes Wochenende. Ich mache mir jetzt noch schnell was zum Essen und hau mich dann ins Bett. Ah, ja, der Tag war lang. Aber ja, ich wünsche euch was. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.